Aha. Nun, es scheint sich hier um ein maraskanisches Gift zu handeln. Ihr versteht ja die Philosophie dieser Leute. Sie sind sehr bedacht darauf, ganzheitliche Lösungen zu haben. Deswegen gibt es hier mindestens vier wirkende Komponenten. Der Kontrolleur der Marix hatte einen marskanischen Leibwächter. Tatsächlich. Ja, der Rothaarige, nicht wahr? Genau. Würfel mal eine Klugheitsprobe. Wer? Serpentilio, du hast deine schon gewürfelt. Klugheitsprobe. 9 Punkte über, 11 Punkte über. Wo Abel mir es selber schon anspricht, der ist Linkshänder. Ja, okay, aber naja, es hilft mir ja nicht. Doch, Warte aber doch, er hat gesagt, sie wurde von du links hast ihn erdolcht, ne? gesehen. Also du hast nicht gesehen, wie er die Sorry, Waffe sorry, hat führt, Abel mir aber. gesagt, sie wurde von links erdolcht? Ja, habe ich eben Eben gerade gerade, okay. erzählt. Ich Also meine mich zu. nicht von links erdolcht, sondern Also von von einem einem Linkshänder. Linkshänder. Ja. Wir sollten auf jeden Fall mit der Capitania sprechen. Sofort. Gut. Und, oh ja, wartet. Er ist irgendwie schon halb aus dem Raum, geht wieder zurück, drückt dir dann die Probe in die Hand und friemelt irgendwie zwei, drei Flaschen Antidot aus irgendeiner Kiste raus, hält eine gegens Licht, schmeißt sie dann in die Ecke. Nein, die ist schlecht. Ah, hier. Und, vorwärts. Also ihr habt selbstverständlich auch, habt die Gifte bei euch gelagert, also Natürlich. spätestens nach Horun. Und ob Diamantis sowas benutzt, er ist zwar kein Leugramot-Paktierer, sondern Blackerats, Wenn aber Diamantis ein Gewaffengift gehabt hätte, hätte ich davon gewusst. genau, Denn also da, ich hätte es ihm angefertigt. genau, so, Aber nur also falls ihr das, euch fragt, aber mir, warte, nein. warte, warte, das, was in dieser Wunde, das ist die Essenz des Todes. Das ist Goldleim, Halbgift, Kelmon und Kukris. Okay, weil du sagst mir, oh, das soll eine Mischung aus maraskanischen Tieren und Pflanzen. Das, Kukris und Goldleim und Kelmon und Halbgift. Overkill? Das ist Essenz, das wird Essenz des Todes genannt. Das benutzen also maraskanische, normalerweise auf, nicht auf Wurfdolchen, aber wenn du davon getroffen wirst, dann hast du hoffentlich sowas wie ein Gegengift dabei, und zwar in den nächsten Sekunden. Kann ich anhand dieser Probe ein Prophylaktikum erstellen? Ja. Gut zu wissen. Aber erstmal geht es dann zu Zulamin und ihm wird über den Umstand unterrichtet. Capitania. Also wurde sie von dem Leibwächter getötet? Dies ist eine Arbeitshypothese. Nur falls ihr euch fragt, aber mir oder ihr, Söldentilo guckt in den Raum, nein, dieses Gift stammt definitiv nicht aus unserem Bestand. Und sie wurde schon wahrscheinlich schon am Morgen, bevor wir überhaupt zum Dinner eintrafen. Nun, Kukris kann das Einsetzen der Leichenstarre verringern, wenn ich mich recht entsinne. Verzögern, aber verlassen wir uns darauf erst einmal nicht. Und sie hätte immer noch eine blutende Wunde unter der Schulter gehabt, oder nicht? Das auch. Naja, das spricht ja aber dagegen, dass das nie da war, oder nicht? Ja, ich denke, die Villa, die wir getroffen haben, dürfte die echte gewesen sein. Seid ihr euch denn sicher, aber mir, dass der Leichnam sie war? Ja, sie sah ihr sehr, sehr ähnlich und sie hatte keine Magie an sich. Habt ihr ihm eine Komponente mitgebracht? Natürlich nicht, ich schände keine Leichen. Natürlich. Also du bist dir nicht sicher, dass sie es ist. Sie sei sehr ähnlich, ja, aber du bist dir Ja, nicht sehr sicher. ähnlich. Ja, Ja, genau. ich, also ich reasonably sicher. Nun, Es ist sehr, sehr ähnlich. wir sollten diesem Leibwächter eine scharfkantige Frage stellen, Kapitän. Ich werde allerdings vorher ein paar Stunden brauchen, um uns vorzubereiten. Schließlich wollt ihr das, es schüttelt mit dem Stäbchen meine Luft, nicht ohne Vorbereitung. Ja, genau. Nun, es ist bedauerlich, dass das als Beweis noch nicht ausreicht, aber damit brauchen wir Paligern zum jetzigen Zeitpunkt nicht ankommen. Also, was denkt ihr? Wir begeben uns von Bord und provozieren einen Angriff? In der Tat, wir greifen uns den Mann, bringen ihn das Schiff zurück. Boltax wird die Befragung sicherlich kurz und schmerzfrei halten. Nein, das war's, mehr habe ich nicht. Wir müssen vorsichtig vorgehen, denn ja, wir befinden uns auf mittelreichischem Territorium und wir sind hier nicht die Autoritäten. Aber ich denke, wenn Sie uns angreifen, gibt uns das zumindest gewisse Möglichkeiten. Auch, auch.
Naja, das klingt nach einem sehr beschissenen Plan. Ja. Nun, ihr solltet zumindest das größte Problem außer Kraft setzen können, wenn ihr mir ein wenig Zeit zum Arbeiten gebt. Und nun dann schlage ich vor, dass ihr eine Handvoll unauffälliger Waffen und Rüstungen zusammensucht. Ja, aber die werden uns doch einfach mit ihren Abalonen über den Haufen schießen. Wie sahen die Halunken denn aus, die uns aufgelauert haben? Waren die irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie schwer bewaffnet waren, Frosty? Die waren halt, in Roben gehüllt. Aber ich hatte halt richtig mehr so das Gefühl, das sind halt Dudes mit irgendwie Knüppeln oder Säbeln oder so, die dann aus der Gasse kommen. Aber die hatten doch diese Elite-Söldner mit MR-11 oder so. Ja, wahrscheinlich sind das die? Also die Wölfe jetzt gerade, werden die garantiert das Anwesen bewachen. Ja, also aber die Wölfe, hat 100 Stück davon. Ja, die Wölfe von Perikrum, er hat einmal zwei Banner. Die Wölfe von Perikrum, das sind die Schwertträger, und er hat die Füchse von Perikrum, das sind die Armbrustschützen. Und die können unter ihren Kutten auch Sachen verborgen haben. Weil sie sich auch nicht so Korasmold wusste, was er tut. Die anderen nicht so sehr. Ja, okay, aber halt keine Arbaletten. Keine Arbaletten, nein. Das right, sind... und darauf möchte ich hinaus. Arbaletten, Avalonen, da müssen wir gar nicht dran denken. Außerdem, da werden wir schon ein Mittel gegen haben. Hoffentlich. Außer, wenn die jetzt mit Gift anfangen, dann habt ihr ein Problem. Weil deswegen machen wir jetzt zuallererst ein Prophylaktikum. Und die wussten, wenn ihr da einbrecht, dann werdet ihr auch damit Magie vorgehen. Ob die jetzt 50 oder 100 Leute mit solchen Amuletten ausstatten, das wahrscheinlich nicht. Die hatten zwei Magier vor Ort. Beziehungsweise einen habt ihr gesehen, ja genau, danke Chris, danke Frosty. Einen Magier habt ihr gesehen, das war der Fasare. Den müssen wir uns ja vor allem gar nicht drauf verlassen, es gibt ja mehr als genug Dinge, die nicht gegen ihn gehen. Zum Beispiel Gift. Und wollt ihr welches? Oder wir haben welches. Ja, doch, definitiv. Nehmen wir mit. Wir haben das Lähmungsgift aus dem Raher-Schwamm. Ja, schön. Damit ist nämlich die Frage geklärt, wie wir den Jungen beiseite schaffen. Lähm klingt schon mal gut. Right. Weil ich habe mir gerade noch den Kopf zerbrochen, wie wir ihn kriegen ohne Einflusszauber. Und das Gift habt ihr nicht von irgendeinem miesen Horun aus Al-Anfa, sondern von Raya da selbst. Also ich habe kein Horun-Gift mehr in meinem Inventar stehen, wo auch immer das ist. Es ist mit Yala in den Abgrund gegangen. Das war ja Yala. Das liegt in einer Schatzkiste. Oh Gott, der Freiersgeweihte. Ich wollte sagen, das liegt zusammen mit ungelogen 20 Granaten in einer Schatzkiste in Al-Anfa vergraben. Das Gift ist eines Tages. Alvaran verdampft. Eines Tages gräbt das irgendeiner Lachio aus und dann geht's rund. So in 50 Jahren. Wenn Yalan dann mit einer goldenen Aura wieder so runter auf die Seeadler steigt und dann erstmal seine Waffen mit Gift bestreicht. Also Rafim, wenn der nach Alvaran rein dürfte, dann dürfen wir auch. Ja. Okay, so wir haben das Lähmungsgift. Wir haben Unverwundbarkeitselixiere, weil wir uns nicht so auf Rüstung verlassen können. Und wir bereiten jetzt Prophylaktika zu. Und dann... Nix und dann, das war's. Nee, aber ihr wollt denen doch hoffentlich auch einen Hinterhalt stellen, oder nicht? Nun, die Idee ist, dass wir darauf, was sie vorbereitet sind und dass der Hinterhalt ist. Unglücklicherweise haben wir Diamantes nicht mehr hier, um ein zweites Element aufzubauen. Ja, aber wie viele von denen erwartet ihr denn? Wir haben nur eine Handvoll gesehen, aber vermutlich verfügen sie über mehr Leute. Nun, wir müssen sie ja nicht alle loswerden. Wir müssen nur den Maraskaner heranbekommen und uns dann zurückziehen. Ja, und wie wollt ihr das machen? Ihn mit dem Lähmungsgift verletzen. So ist der Plan. Ja, aber die anderen müsst ihr ja trotzdem irgendwie loswerden. Die Frage ist, wie viel ihnen an ihm gelegen ist, wenn wir ihm die Klinge an den Hals halten, ob sie sich dann zurückziehen werden? Nein, vermutlich nicht. Oder sie rufen einfach die Wachen. Wie es die Wachen hier sind und sich Zugang zum Schiff verschafft haben, haben wir längst, was wir brauchen. Ja, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen.
Wir wollen, dass wir im Recht sind in diesem Szenario. Und nun ja, so sieht es einfach so aus, als hätten wir einen von ihnen entführt. Dann lasst euch doch überfallen. Capitania, das Recht ist nicht der Bereich meiner Expertise. Naja, ich würde euch gerne helfen, aber ich kann mich ehrlich gesagt kaum auf zwei Beinen halten. Nun, vielleicht hast du einen besseren Plan für uns. Naja, ihr lasst euch überfallen und platziert einige von unseren Männern in der Umgebung, die dann dazu stoßen, damit ihr nicht abgeschlachtet werdet. Wir müssen eigentlich nur herausbekommen, wo sich dieser Maraskaner herumtreibt in den Straßen und ihn dann schnappen. Ich denke nicht, dass der Mann sich für gewöhnlich herumtreibt. Naja, und er wird doch nicht alleine rumlaufen, der ist ja auch nicht dumm. Aber selbstverständlich, Kapitän, wenn ihr wollt, kann ich seinen genauen Aufenthaltsort bestimmen. Wir können ihn natürlich auch statt auf unser Schiff direkt zu Paligan schleppen und ihm sagen, dieser Mann hat uns überfallen. Andererseits würde das bedeuten, auf Paligans Kompetenz zu zählen und... Naja, das ist ein Schiff, das nicht weit aus dem Hafen läuft. Aber ja, wenn ihr überfallen werden wollt, dann würde ich euch die Trollzacker empfehlen. Ich glaube, dann werden wir eher nicht überfallen, oder? Naja, ich meine, die sollen nicht neben euch laufen, sondern in einem Abstand. Die sind nicht gerade unauffällig, oder? Sind sie nicht. Warum nicht ein paar Dukatengardisten? Die sind kompetent. Naja, unser Schiff hier oben. Können wir auch machen, wenn ihr die für besser haltet. So, pass auf. Wir schicken die Dukaten. Wo ist denn Posti? Zeig mir mal eine Kneipe. Ja, ja, warte. Ich hol einmal eure Tokens. 1, 2, 3, 4. Beutags nehme ich auch noch mit drüber. So, dann haben wir Dukatengardisten. Wo sind die? Das sind nicht mehr viele. Ich glaube, 7 haben wir noch oder so. 1, 2, 3. Der abgebissene Dragan. Da ist noch einer. Ich habe gerade 4 gesehen. Und noch 4 Trollzacker. Wollt ihr sonst noch die schwarzen Küche vom Dobirach mitnehmen? Ja, die Frage ist halt, wenn wir da mit einer halben Armee aufmarschieren. Nee, ihr müsst ja nicht 50 mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen lieber Hassan mit. Hassan, Eiko. Dann haben wir zu lange nichts gehört. Ich habe auch gedacht, der wäre weg, so, ganz ehrlich. Zeig mir mal eine Kneipe, Frosty. Ja, warte. So. Ich nehme jetzt eure Tokens und tue euch mit Steuerung F hier hin. Ihr kommt von oben, so. Von hier kommt ihr. Okay. So, ich versuche, so kann ich pointern. So, hier ist die Straße, ja? Ja. Und dann machen wir es, wir kommen von oben. Ihr kommt von oben vom Hafen. Pass auf, denn wir schicken nämlich vorher eine Handvoll, 4 oder 5 oder meinetwegen alle 7 Dukatengardisten, schwarze Köche, whatever, schicken wir los und die legen sich hier auf der Lauer. Nein? Und dann marschieren wir hier vorbei und geben gutes Ziel ab. Und sobald der Überfall losgeht, schnappen wir uns den Maraskaner, können uns hierhin zurückziehen. Wenn die uns verfolgen, haben sie dann hier unsere Leute im Rücken. Die kann ich dann zeichnen. Ich halte doch immer so viel auf dem Map zu zeichnen. Also, warte, ganz kurz. Also, ihr seid gekommen von hier unten, seid hier lang gegangen, euer Weg zurück. So seid ihr zum Hafen gegangen. Okay, warte, lass mich jetzt eben wegradieren. Und da wurdet ihr verfolgt. Okay, lass mich jetzt eben wegradieren. Dann. Okay, aber dann passt ihr trotzdem. Aber dann sitzen die nämlich vermutlich auch genau da. Ja, vermutlich. Die Idee war, dass sie halt aus dem Weg sind. Ja, aber vielleicht sitzen die ja da schon. Also, ja, dann treffen sie sich. Oh, hi! So, hi. Also, Hafen ist hier oben, ja? Genau, da ist der Hafen. Hier unten ist das Grafenhaus. Ja, dann ist doch ganz einfach so. Wir gehen nämlich dann erstmal in die Stadt. Meinetwegen zum Grafenhaus, right? Und dann werden die erstmal merken, oh, die sind da. Und dann erst loskommen, sich in den Hinterhalt zu legen. Die werden nicht den ganzen Tag da in der Ecke rum, in die spezielle Gasse rumstehen, darauf warten, dass wir vorbeilatschen. Nicht. In gesamter Stärke. Die werden uns erstmal gehen lassen und auf dem Rückweg werden sie davon warten, denn sie wissen ja auf dem Rückweg, wo wir lang müssen, um zum Schiff zu kommen. Das heißt, wir kommen von hier. The fucking Pointer. Wir kommen von hier. Okay, von da.
Right? Und dann kommen wir hier rum. Und dann werden sie uns hier attackieren. So, wieder mal ein Rot einzeichnen. Hier. Das ist der Radierer. So. Hier kämpfen wir eine Weile mit denen. Greifen aus diesem Maraskan, ne? Und hauen hier rum ab. Und sobald die nachkommen... Richtig guter Plan. Warte. So eine 2 von 10. Pass auf. Vorher, einige Stunden vorher, haben wir die Dukatengardisten halt schon in der Kneipe in der Nähe deponiert. Und geben denen ein Signal, wenn wir halt auf dem Hinweg sind. Und sobald wir uns um diese Ecke hier zurückziehen, kommen die um diese Ecke und dann haben wir die zwischen uns eingekesselt. Also du schickst sie hier in die Kneipe? Yes. Okay, warte. Kneipe. Achso, Hassan auch. Oder bei Zulamin. Musst du da mit mir sagen. Bei Zulamin passen. Könnten wir zur Sicherheit noch ein, zwei Bruchstellen zur passieren? Zur Sicherheit. Auf den Dächern sind die auffällig. Ja, da muss ich Kaminen bestimmt nicht. Ja, aber die legen ja auch einen Hinterhalt. Die sind ja, also sorry, Boys, aber die legen ja gerade uns aktiv einen Hinterhalt. Die werden sich das schon irgendwie da ausgehen. Halt. Und weil die einen Hinterhalt legen, werden die nicht erwarten, dass wir einen Konterhinterhalt legen. Okay, warum halt. Nicht? Weil dann sind wir hier in der engen Gasse, die stehen vor uns und denken, wir müssen denen nachrennen. Dann kommen unsere von hinten, wir bleiben stehen und dann quetschen wir sie rein. Wir müssen uns also vermutlich nicht mal den Maraskan angreifen, wenn er auf den Köder reinfällt. Sollten uns darauf aber nicht verlassen. Ja, können wir so machen. Ist Rafim dabei? Mit 8 Lebenspunkten und 2 Brustwunden verlasst dieses Schiff ganz sicher. Ich würde einfach einen Trollzacker spielen. Trag von Kekrach, oder wen nimmst du? Trollzacker. Gordwan Rochan oder Stierkopf-Schaman kannst du nehmen. Warte mal. Warum spielst du nicht einfach Trag? Lebt Trag noch? Trag von Kekrach. Das einzig angemessene für Schoko ist auch wirklich den Häuptling zu spielen. Trag von Kekrach. König. Ja, Häuptling hat gesagt, ich muss mitkommen. Weil vor allem, die werden das sowieso nicht schnallen. Ein großer Typ, noch ein großer Typ. Beide sehen scheiße aus und stinken bis zum Himmel. Denen ist mir nicht das Gleiche. Ich zieh dir meinen Mantel an. Nimm Cordovan Rochan. Ich kann nehmen Cordovan Rochan an. Dann nimmst du Cordovan Rochan, alles klar. Dann, den willst du doch nur verbraten, den Mann. Ja, aber Trek von Kekrach ist dann der König über kein Volk. So, Trak ist weg und Rafim ist weg. Der macht dann den Conan und setzt sich in Gareth auf den Thron ganz am Ende. So, Cordovan ist auch groß. Auch groß. Gut, dann haben wir doch einen Plan, oder nicht? Ja, ja, den ziehen wir nächste Woche durch. Zwei Pfeile und ein X. Pass auf, der Plan muss mit Absicht einfach gehalten werden, weil wir nicht mehr wissen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen weiter zu planen, planen wir für 1000 Eventualitäten, die sowieso nicht eintreten. Okay. Natürlich müsst ihr improvisieren, wenn die Sache scheiße läuft. Deswegen Flashbacks. Und wenn der scheiß Maraskaner irgendwie hier oben hinter diesem fucking Fass auf dem Dach hockt und sich einen abwächst, dann genau kletterst da du eben da hoch und zerrst ihn da runter. Genau da ist er. Also auf der anderen Seite, auf dem hinter dem Fass. Schön, dann wissen wir das jetzt ja auch. Ich decke ihn euch schon mal auf, da ist er. Gut, aber mir, du hast eine Ballestra, ja? Ich hab Spinnenlauf, viel besser. Du hast eine Ballestra, ja? Auch Ballestrina. Okay, du kannst den Typen da runter snipen, ja? Zur Not? Gut. Mit Fernkampf 14. Ja, ich wollte gerade sagen, Fernkampf 22. Mit ganz viel Glück triffst du den Mann in der halben Deckung da oben und machst ihm dann 8 Schaden. Also es geht nicht darum, 8 Schaden zu machen, es geht darum, das Gift ans Ziel zu bringen. Du hältst ihn, er verliert das Gleichgewicht, er fällt vom Dach. Wir wollen ihn nicht umbringen. Er bricht sich das Genick und ist bei uns völlig wertlos. Umrapporter, Messerstich in den Rücken. Geisterbeschwörung, Bolton. Ja, okay, wir geben Abel mir das Gift, okay? Okay. Das kann gar nicht schief gehen. Wir verlassen uns darauf, dass Abel mir das Gift abliefert. Ja. Und weil wir uns nicht darauf verlassen, dass Abel mir das Gift abliefert, werde ich noch ein super fieses Artefakt fertig machen.